Shad here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Uyu Ngeti, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. The Alpha team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Und damit ein herzliches Hallo Welt da draußen, willkommen bei uns auf dem Kanal, ich bin Steve und wir spielen heute für euch Resident Evil 5. Wir befinden uns im sonnigen Afrika, wo die Welt halt einfach mal so ist, wie sie ist hier irgendwie, ihr kennt's ja. Ja, wir spielen den etwas, ja, Anabolika gepumpten Chris Redfield aus dem ersten Resident Evil Teil. Und unsere Mission ist es, hier jemanden zu finden, der Irving heißt. Und hier vorne geht die Party schon echt übel ab. Alter. Ich hatte den Teil mal vor Ewigkeiten auf der Playstation 3 gespielt. Es ist jetzt nicht der stärkste Resident Evil Teil und dadurch, dass er in Afrika spielt, hat er tatsächlich irgendwie so leichte Rassismusvorwürfe auch bekommen, irgendwie, weil die Gegner natürlich überwiegend halt schwarz sind, irgendwie, in ihrer verwandelten Form irgendwann. Würde ich jetzt mal so komplett ohne Wertung nehmen, irgendwie, weil es ist natürlich klar, dass man in Afrika tatsächlich eher Dunkelhäutige findet als Hellhäutige. Trügerische Ruhe. Und alle sind weg. Das ist ja toll. So, wir sollen uns hier vorne mit dem Butcher treffen. Der wäre hier vorne. So, könnten wir ein bisschen spurten. Alter, wie das hier überall stinken muss, wenn hier irgendwie irgendwelche Fleischspatzen hinhängen. Hallo! Ah, Chris Redfield. Go around to the side door. Alright, I will Chris, do this. This way. Okay, gut. Partnerortung. Ja, wir können diesmal sehr viel mit unserem Partner Sheva kooperieren irgendwie und agieren. Es wäre so ja faktisch möglich, das im Koop zu spielen. Ist aber tatsächlich jetzt nicht so das Geschenk. Wir haben es damals mal auf der Playstation probiert. Mua. Hallo! Von dir hackt bitte. Good, you're both here. Come. Come. Schön. Sehr vertrauenswürdig. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. Ja, wundert's. I have your weapons for you here. Check them. Grab your weapons. The operation's already started. So, okay. Dann grab hier Ausrüstung. So, folgendes. Und zwar im Menü seht ihr, dass ich schon einige Waffen habe. Das liegt halt daran. Ich habe bei diesem Spiel mal reingeschaut und habe ein bisschen gespielt, so die ersten 2-3 Levels. Problem ist, du kannst das Spiel nicht resetten. Ja? Also starte ich quasi mit einer erlesenen Auswahl an kleiner Waffen irgendwie, weil es geht auch jetzt nicht darum, auf dem Kanal jetzt hier der Mega-Pro-Gamer zu sein, der hier nur mit dem Messer durchkommt, sondern es geht halt darum, das Spiel mit euch irgendwie zu spielen irgendwie und da halt jetzt nicht so hohe Frustszenen zu schieben irgendwie, wenn man Sachen tausendmal wiederholen muss. Deswegen lasse ich die Waffen jetzt erstmal drin, voraussetzt, ich kann das überhaupt. So, weil ich sehe nämlich, ich kann diese Waffe jetzt gar nicht mehr da drin lassen. Das ist ja, das ist so. So, man kann nicht... Ah, okay, alles klar. Destination coordinates. Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Uroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He is our only lead. Also Irving ist unsere einzige Spur. And be careful out there. Ja, das muss man glaube ich nicht zweimal sagen. Rumstebums. So, das Schöne ist, ich kann mit Sheva so ein bisschen so die Waffen hin und her tauschen und die Munition. Und ich würde das ganz gern so machen, irgendwie, damit wir uns nämlich nicht die Munition ständig streitig machen, irgendwie. Dass ich quasi vorne den Tank mache und sie ist eher im hinteren Feld so als Support-Sniper irgendwie unterwegs. So ist der Plan. Wenn ihre Lebensanzeige leer ist, ändert sich der Status auf stirbt. Okay, alles klar. Wenn dieser Status angezeigt wird, können Sie in der Nähe mit B retten. Alles klar. Okay. Das Spiel ist zu Ende, wenn Ihr Partner Ihnen rechtzeitig nicht helfen kann. Okay, alles klar. Stirbt. Gut. Alles klar. So, Dokumente lesen. Steuerungsarten. Wahrhaft. Aha, okay. Okay. So, und schauen wir mal, was es hier noch so zu finden gibt. Oh, da muss die Hölle stinken hier drin. Das ist ein hässlicher Scheißgammeln fliegen hier drin, ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Remember, we're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. So, und wir finden natürlich noch ein bisschen Kohle. Ganz schau. Wunderbar. Wunderbar. Die Leute, die bei uns Resident Evil 4 gesehen haben, wissen, dass wir quasi, wenn wir Raben töten, das klingt jetzt echt hart, entweder Geld oder Edelsteine bekommen. Das ist hier nicht so. Deswegen sehe ich jetzt hier keinen Grund, Tiere zu töten. So, okay. Kommen aufgrund der Gamlienziege, die hier rumliegt, kommen wir nicht weiter. Ein wunderschönes Zimmer des Todes. Und das ist das nächste Wundertolle. Es ist großartig hier. Es ist einfach... Hier hat man einfach Lust auf einheimische Küche und lokale Köstlichkeiten. So, okay, das nehmen wir. Das nehmen wir. Und ich würde auch mal gleich sagen, wir benutzen das. Was ich tatsächlich in diesem Spiel so ein bisschen nervig finde, ist halt, dass hier ständig geschrien wird. Egal, ob du jetzt nachlädst oder, alle, wird mal geschrien. Reload! Oder als wenn ja, als wenn du gerade mitten im Gefecht irgendwo am Arsch der Welt bist, irgendwie. Naja, egal. Okay. So, mal ganz kurz hier den Raum checken. Haben wir alles? Ja. Scheint so. Nee. So. Did you hear that? It came from that building. It came from that building. So, warte mal, gehen wir hier hinten mal. Was ist das? Ja, und tatsächlich irgendwie ist es so, dass Resident Evil 5 überwiegend halt im Sonnenschein spielt. Unüblich. Aber es trotzdem seine Atmosphäre hat irgendwie. Es ist halt ein anderes Resident Evil, aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Und das ist nicht das schlechteste Resident Evil, muss man auch dazu sagen. Das ist nicht das Beste, bei weitem nicht. Nein, man macht das nicht! Guck mal, Kosten! Are you okay? So, die ist aggressiv. Ja, und so geht die Infektion einher. Das sind Parasiten, die wir schon aus Resident Evil 4 kennen. Das Plagas. Jetzt zieh doch nicht so ran. What just happened? They didn't move like any zombies I've ever seen. Eieieiei. Ja, also ihr seht, das geht hier relativ fix irgendwie und dementsprechend ist ja schnell die halbe Bevölkerung hier angesteckt. Und hinter uns natürlich her. Was auch sonst. So, wir haben immer die Option zu sagen, irgendwie gibt der Partnerin die Munition oder das Heilmittel oder sonst irgendwas, was auch immer hier rumsteht. Oder nimm es selber. Bei 9 Item-Slots, ja, ist die Wahl sehr schnell irgendwann, dass man sagt, so hier, komm, nimm mal mein Zeug. Oh, was denn? Controller wurde umgeschaltet. Achso, ich spiele übrigens über den Xbox-Pad, mit dem ich sagenhaft scheiße bin. Weil über Maus und Tastatur ist die Mausempfindlichkeit so übel irgendwie, dass du nur, also das macht keinen Spaß, Oh, hier, gib mal. Wunderbar. Ein paar schöne Tomaten. Irgendwie 4,45. Was ist eigentlich die Währung in Afrika? Oh, oh. Ja. Ja, das ist jetzt... Das ist aber was. Kommen wir alle angeschissen. So, komm. Das muss helfen. Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals, but your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? You grab it. Okay. You grab it. So, und dann sagen wir mal, wir geben die Daten. Und jetzt muss man halt immer... Give me an herb. Use this. Give me an herb. Wie kennt man ja aus dem Einsatz. Give me an herb. So, wir kombinieren natürlich wieder Rot mit Grün. Um ein stärkeres Heilmittel zu bekommen. So, das geben wir auch. So. Okay. Zu zweit können wir die Tür ankratschen. So, an gewissen Schlüsselpunkten auf der Karte, die man so einblenden kann, kommst du nur mit deiner Partnerin durch. Das heißt, wenn du alleine da bist, irgendwie kommst du halt nicht weiter. Du musst immer, wenn quasi der rote B-Button aufleuchtet, immer auf die Partnerin warten. Was ist mal Hackebeil, Alter. So. Gib mir das. So, die obligatorischen Fässer gibt es halt natürlich auch wieder. So. Und wenn wir jetzt in diesen ollen hässlichen Keller springen. So, was ist eigentlich mit den Kisten? Die hatten wir an die probiert hier. Mach die kaputt! Von Ronix. So, okay. Dann springen wir in den Gruselkeller. Yay! So, okay. So, ja, Chris sieht nicht nur aus wie ein Panzer, er steuert sich auch wie ein Panzer. Hm, was ist denn hier? Ah, wunderbar. Wunderbar. Ganz schau. Alter. Der hängt ja schon eine Weile. So, dann mal weiter. Klettern mal hier hoch. Pistolenmunition, die bringe ich mir mal. You grab it. Okay. Okay. So, Sheva mache ich mal zu meiner Hühnerin. Und gemeinsam durch. Jetzt was. Ja, das hat so ein bisschen halt auch Favela-mäßig was irgendwie. Ich finde, das funktioniert für ein Resident Evil vom Setting her aber ganz gut. So. Take it. Okay. So, und wir jagen natürlich immer noch den Schreien nach, die wir vorhin gehört haben. Ah, der Pöbel will Blut sehen. Wann haust du hier an dir, ja? Paradiso! You don't know what you're talking about! Oh, der Butcher. Sie haben den Butcher. Wait a minute. That's the... Skipo! For what? Natürlich hat er uns gesehen. Und der Mob ist jetzt hinter uns her. Ja, das Ding ist halt, die Ameisen sind ja nicht das Problem tatsächlich, ne, sondern halt eigentlich eher der große Henker irgendwie. Die Leute, die Resident Evil Filme gesehen haben, der wurde da, oder die kamen da zu zweit vor und wurden tatsächlich da auch ein bisschen zweckgefremdet. Ein bisschen vergrößert. So, okay, jetzt haben wir mal ganz kurz alle verbarrikadiert. Das wird nicht lange halten. Das können wir jetzt schon mal sagen. So, gucken wir mal hier. Und dann abholen. Machen wir was gekommen. So, und so, Pistolmunition nehmen wir uns. Schön war immer hier weg. So. So, wer bricht zuerst durch? Das ist der Christian. Kannst du natürlich immer bloß probieren, halt mit präzisen Kopfschüssen irgendwie die Leute so munitionseffektiv wie möglich irgendwie vom Sack zu halten. Vorausgesetzt, du hast die Skills dafür. Wo wir wieder beim Dilemma sind. So, okay. Das Problem ist, dass jetzt bald. Kirk, komm in! Der Butcher kommt durch. The gate is sealed and we're trapped. We need backup and we need it right now. Roger that. Just sit tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Let's hope he gets here quick. So, jetzt ist das Ding, sie kommt von innen, von außen. Also quasi von oben durchs Dach. Oh. Und wir haben den Henker hier. Der Henker ist auf jeden Fall... Den müssen wir loswerden. Den müssen wir sehr schnell loswerden. Das ist sehr unangenehm. Vielleicht schieße ich mal von hier nicht mit der Schrotflinte. So. Oh! So, schnell save das Ding irgendwie, weil wie gesagt, wenn der zuhaut, da wächst kein Gras mehr. So, und wäre natürlich geil, wenn Sheva irgendwie so ein bisschen hier oben snipermäßig agiert. Okay, wo ist der Henker jetzt? Der läuft da hinten. Interessant. So, wir sammeln mal ein paar Sachen ein. Oh, Alter, die Stopp. Das ist ja mal wohl offen. Freunde. Come on. Okay. Wo bist du denn? Los, nimm das. Ja auch noch einen Kasten und einmal so ein bisschen so, wie sieht es denn hier oben aus? Stage Higher? Ich bin ja noch nie gewesen! Ja, ist aber hier von der Kamera. Hätte ich auch da lassen können. Ich glaube, das grundsätzliche Ding ist halt, wir müssen erst tatsächlich halt diesen... Na, aber so doch nicht, mein Freund. Wir müssen erst den Dicken ausschalten. Dann geht das hier weiter. So, aber wir könnten natürlich noch ein bisschen sammeln. Sobald er noch nicht da ist, ist er... Oh, da ist er ja schon. Da ist er ja schon. Hallo, Freunde. So, wo ist der Dicke? Wo ist der Dicke? Ich finde immer geil, wie man halt so einen direkten Kopfschuss halt einfach ignorieren kann. Das ist mir geil. Schieß doch, mach doch einen Kopfschuss, interessiert mich nicht. Oh, da ist er. Da ist er. Ah, zu weit weg. Shit. Zu weit weg. So, auf jeden Fall nicht einigen hier. Chris, Sheva, how you holding up? I'll be there shortly. Just hang in there. So, hier ist ein schöner Treffer. Ja, mach mal Party. Komm, Freunde. So. Take it. Roger. Oh, okay, alles klar, der Henker ist tot. Der Henker ist down, das ist natürlich eine schöne Sache. Nein, verschwinde! Hinfort! Unhold! Nimm deine Finger! Ah, shit. Okay, nein, was heißt shit? Wir werden gerettet von der Kavallerie. Aber leider sind, glaube ich, die ganzen Loot-Objekte jetzt weg. So muss es laufen. Kommst du durch ein Tor nicht durch. Raketenwerfer. Ende Kapitel 1 von 1. So, wir bekommen hier immer so eine kleine Statistik, wie wir uns geschlagen haben. Irgendwie, die sollten uns hier aber nicht interessieren. So, zwischen den Kapiteln haben wir immer wieder die Option, unsere Sachen zu verwalten, Sachen zu kaufen, abzugraden oder zu verkaufen. Ja? Finde ich persönlich, ist keine schlechte Sache. Was ich mal ganz geil finden würde, ist, wenn man halt einfach ein bisschen mehr Space hätte hier irgendwie, dann könnte man halt schlicht und ergreifend wesentlich besser vorwärts kommen. Kirk, so. We owe you one. You can thank me later. Chris, Sheva, it's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Roger that. I'm going on ahead. We'll meet up there. Good luck. All gone. Das ist ärgerlich. Vor allen Dingen hier in der Ecke lag noch eine kleine Schnellfeuerwaffe, die wir hätten verkaufen können. Die ist jetzt nicht besonders gut. Für den Anfang ist die halt okay. Aber ja, hätten sie verkaufen können. Schade. Egal. Sie sind recht gut durchgekommen irgendwie. Und darum geht's ja auch. So, dann schauen wir uns runter. So. Hier ist ein Fass. Da müssen wir hin. So, okay. Reload! Reload! Das sind mal die Schreie. Okay. Hier gehen wir zu Sheva. So, hallihallo. Alter, wer baut so eine Gänge? Wer baut so eine Gänge? So, hier mal kurz runtergesprungen, denn hier war ja noch ein Fass. Das holen wir uns. Warum? So, nun gut. Gut. Können nur durch das Haus jetzt. Simulation. So, das Rote ist immer Pistolenmunition. Dadurch, dass ich Shevas Pistole weggenommen habe, brauchst du keine Pistolenmunition. Ich kann jetzt ja noch mal machen. Okay, und nochmal eine Runde gedreht. Ansonsten musst du halt wirklich mal gucken, irgendwie, dass du von der Munitionierung her relativ gleich aufgestellt bist, weil Shevas KI bevorzugt tatsächlich Körpertreffer. Dementsprechend rotzt sie immer relativ viel rauf, ne? So, hier kommen wir nicht hoch. Aber wir können Sheva hochhelfen. Hepp. Zack. So, da finden wir ein bisschen Munition und ein Schuss. Okay, wir kommen von nach unten nicht rein. Dankeschön. Vielleicht sind hier irgendwie Amerikaner. Ja, das ist halt. Du bist halt natürlich halt auch einfach wie so bunte Schaf hier drin irgendwie. Hm, sieht nicht gut. Oh no. So, gucken wir uns hier erstmal diese wunderschöne Gemüseparade an. Diese Fleischtomatenparade. Da ist doch bestimmt Munition hinter versteckt. So mache ich das auch. So kenne ich das vom Kaufland. Alter, Alter! Wie gesagt, ich bin ein bisschen träger hier mit dem Pad, aber mit der Maus wäre es tatsächlich... Geh doch mal weg hier. Dankeschön. Wäre es tatsächlich nicht angenehm spielbar und vor allen Dingen nicht angenehm zuschaubar. Who are you? Ah, schade. Wo ist denn? Wo ist denn hin? Versteckt. Hat sich da versteckt. Oh. Die sind noch ganz gemein. Und das sind so wahrscheinlich so mitunter die Gründe, warum das Spiel ab 18 ist. Ja, halt einfach, weil wenn du denn halt wirklich da den Kürbis platzen lässt, das ist halt einfach, das ist nichts für schwache Nerven. Das ist nichts für Minderjährige. So, hier haben wir eine kleine Leiter. Hier würde ich jetzt mal Sheva hochhelfen. Jeppa! So, die sucht sich jetzt da irgendwo ihren Weg. Bitte? Und checkt die. Ah, na, sie ist reingekommen. Wer stöhnt denn hier wo? Wo ist denn hier wer? Ach da, hier, guck mal hier. So, und jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Luxus, ja, ich sage mal salopp, so ein bisschen wie Benny Forte, ne? Also auch einfach mal ein bisschen rauszuschlonzen hier, irgendwie mit den Newton-Waffen. Und nicht immer nur mit der Pistole versuchen, bis zum Endgegner zu kommen. Nur um Munition zu sparen. Ich bin mal so ein Sparfuchs. So, das hat sich bei mir immer so eingeprägt, dadurch, dass man immer so viele Spiele spielt irgendwie. Survival-Horror-Spiele sind ja eigentlich immer so konzipiert, dass du immer relativ wenig Munition hast, tatsächlich. Und, ja, du halt immer zugucken musst, wo... was? Wien? Wohnen? Was ist denn los hier mit dir, Freundchen? Weg von meinem Zaun! Nachbarschaftswache, Freundchen. Ja, und deswegen bin ich halt so ein Sparfuchs mit der Munition. Take it. Okay. Benny macht das ja eigentlich richtig. Benny holt raus. Auf der anderen Seite muss man sich dann natürlich halt immer so ein bisschen Aim antrainieren irgendwie, was bei mir aber auch nicht passt. Was bei mir auch nicht hin. So, Rest nimmst du mal bitte. Also, ich bin halt... So, du kannst halt auch mit Sheva zusammen tatsächlich so eine Combo starten. Ja, das heißt, du schlägst zuerst oder sie schlägt zuerst, dann musst du rankommen, während der Gegner taumelt. Und das geht bis zu 3 Mal. Ist nicht so häufig machbar, finde ich persönlich. Entschuldigung. Ist ziemlich tricky irgendwie. Bei manchen Gegnern brauchst du es tatsächlich sogar. Aber schwierig anzusetzen. Oh yeah. Und im Spiel sind diese Sachen versteckt. Medaillons. Das sind so, nenn's mal Collectibles. Ja, und die kannst du halt wegknallen. Irgendwie, da gibt's, ja nicht, ich weiß ja nicht, wie viel gibt's davon? 30? 40? Über 30 im Spiel. Die sind irgendwo versteckt. Und du musst halt finden. Hallo! So, Schrot, Flinten und Munition. Nehmen wir natürlich gerne. Oh, was haben wir denn hier? Immer noch so eine Schatulle mit Geld. Ein Sack mit Gold. Leer. Jemand ist uns zuvor. Ja, okay. Gut. Kann passieren. Ansonsten zieht mir erstmal noch ein schönes Splish rein. wenn ich hier einen Supermarkt finde. Guten Tag, Stumme Wheelkontrolle. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Der Klassiker. So, oh, Sheva ist auch voll. Der. So, was machen wir denn da? Dann machen wir das so. Dann tauschen wir mal kurz. Give me an herb. Und ich sage, benutzen. Weil, sind wir beide voll. X nimmt mir das Erste-Hilfe-Spray. Und sorge, aber... Tauschen! I need ammo. Take this! Take this. Und irgendwie kannst du dich auch noch bedanken mit einer Tastenkombination, die mir aber wurscht ist. So, okay, lass mich kurz gucken. Der Grund, warum die Pistolen so angeordnet sind, diesmal bei mir, ist dadurch, dass sie über das Digitalkreuz nur so ansteuerbar sind. Ja, würde ich jetzt quasi also, zeig's euch mal kurz. Nein. Gibt es ja her. Na gut, egal. Würde ich jetzt also die Pistolenmunition nach oben legen irgendwie, hätte ich die jetzt wie er in der Hand. Was total bescheuert ist. So, zack. Kaputt machen, denn wir sind gegen Fässer. Fässer sind böse in diesem Spiel und müssen vernichtet werden. Na? So, können wir nochmal einen Haken setzen. Schießt sie hier mit dem Scharfschützengewehr? Oh, was ist denn los mit dem Mädchen? Macht doch nicht so was. Tut mir leid. Tut mir leid. Gewalt gegen Frauen ist schlecht. So. Sheva. Ja, nee, die hat... Kann ich nicht einfach sagen, benutze bitte nur dit? Wäre schon ungeil, wenn du auf solche Distanz irgendwie das verballert gegen den. Okay. Achso, können wir hier springen runter. Hallo! So. Können wir hier rein? Nö. Nieder mit dem Fass! Nehmen wir. Okay, gut. Dann geht's hier vorne weiter. Nur der Double Roundhouse Kick. Help! Somebody help me! Help! Eieieiei. So, okay. Bada bam, bada bum. Und hier finden wir die Schrotflinte, die wir schon haben. Aber wir würden sie... Oh, und sie kann sie nehmen. Oh no, oh no. Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir was anders. Dann machen wir was anders. Give me a grenade. Use this. Ich tausche... Ah, okay, gut. Alles klar. Die Antwort hast du gefunden. Ich hole mir jetzt die Brandgranaten von ihr. Und, der nächste Gegner frisst Brandgranaten. Dann haben wir uns dort frei und wir können die Shotgun nehmen. Hey, what's wrong? Be careful. Na, was soll wohl wrong sein? Erstmal, was machst du in diesem scheiß Ghetto? You okay? Und sie hat Polypen. Nein, 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 nein. So. gesprungen. So, zack, bam. Boom. I'm sorry. So, das Slot ist frei. Problem ist aber, neuer Gegnertyp. Und zwar ziemlich beschissener Gegnertyp. Ah, ja. Okay. Oh, und wir haben einen Edelarmreif oder einen Medaillon gefunden. Boom! Mein Freundchen. Was passiert, wenn du Frauen entführst, die ich dann töten muss? Die Musik hat noch nicht aufgehört. Oh, da stehen sie doch schon. Was ist hier los, Freunde? Get the fuck off, man. Veranda! Bumswalderer. So, aber wir holen uns jetzt erstmal nochmal ganz schnell die Shotgun. Ja, bevor wir jetzt da irgendwie an einen blöden Punkt kommen, wo wir nicht mehr zurück können. Das wäre ärgerlich. Wir haben schon eine Waffe. Verdusel, schnuselt. Echt jetzt? Warum kann ich die? Give me a grenade. Take this. Thanks for the help. Dann nehmen wir den Ballermann. Okay. Take it. So, und völlig Resident Evil untypisch aktivieren wir damit jetzt keinen Fallmechanismus, indem wir eine Shotgun irgendwo aus einer Halterung nehmen. So, wo geht's denn hier hin? Achso, was ist das denn? Ab und zu mal so ein bisschen umschauen. Vielleicht sehen wir jetzt auch hier wieder irgendwo so ein blaues Medaillon. Okay. Also, falls ihr jetzt eins gesehen habt, ich hab grad keins gesehen. So. Hier finden wir noch irgendwas. Nö, kann man einfach bloß sinnlos rumlaufen. Hier kommen wir da hoch. Aber kommen wir auch nicht rüber. Nee, also wir müssen quasi durch dieses Haus. Wir sind damit konfrontiert worden und wir werden zwangsläufig damit konfrontiert. Was ich befremdlich finde, ist, dass diese Bilder immer so anfangen so aufzuglänzen. Ja, was sie jetzt natürlich nicht tun, wofür Effekt ist das scheiße. Oder ist das jetzt halt wirklich durch die Lichtreflexion hier irgendwie. Ja, scheinbar soll das so sein. Okay, gut. Finde ich ein bisschen irritierend, aber egal. Das Spiel ist ja auch schon etwas betagter. So. Wo denn? Wo denn? Ja, muss das halt echt ja nur mit. Ja, schöner, wenn sie ein bisschen mit der Schneefeuerwaffe, mit der MP5 schießen würde. Naja, egal. Aber sie bringt sie down. Das ist die Hauptsache. Schnupsi-wupsi. Cash ist immer gut. Und hinein. Ein schöner, toller Folterkeller des Todes. Oh, Alter. Wer hat denn hier sein Happy Place? Stellt sich denn hier seinen Sessel hin und sagt so, oh, hier chill ich gerne. Das ist fürchterlich, fürchterlich. So. Ratten. Ja, ziemliche Menge Ratten. Eins. Ekelhaft, der Schlabber wird hier runter. Plagas. So, was haben wir denn hier? Nö. Was soll ich noch von uns sagen? Von uns? Das ist vom Alpha-Team. Er ist schon tot. Gerade umgekippt noch. Ja, das war's damit. Okay. Mann, Alter, das sieht hier aus. Oh, und irgend. Ach, guck mal, hier oben haben wir noch eins. Mann. Wieder so ein Medaillon. Deshalb des Todes. Cash. Okay. Noch eine Tür. Oh, Tür. Okay, ein bisschen Schmott gefunden. Fantastisch. Na, dann gehen wir nochmal hier durch. Schön, dass man beim ersten Mal noch versucht, gegen zu treten. What the hell happened in here? Alle zerlegt. Alle zerlegt. Oh, one's alive. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. It was a setup. A setup? Hast du so eine Festplatte dabei? It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. So. Hey, hang in there. Schwer vorstellbar, dass das der Irving war. Ja, doch. Ja, nicht durch Kugeln verursachte Wunden. Ich sah jemanden, aber sie ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Na, das können wir tun. Oh, Alter. Nur noch aus Hals bestehen. Okay. So, die Munitionierung natürlich für Scharfschützen wäre es an der Stelle natürlich echt optimal. Irgendwie. Ist heiße. Okay, haben wir alles. Ah, sorry Jungs. Ich hab euch ja nicht geholfen. So, wer ist denn also hier geflüchtet? Open. Und nach unten. So, die kann nämlich schon gleich sagen, irgendwie, wenn es um Quicktime-Events geht, irgendwie der Xbox-Pad. Der Xbox-Pad ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. PlayStation-Finger. PlayStation-ergonomische Anpassung an meine Hand über Jahrzehnte. Von daher, es ist etwas schwierig. Seht's mir also nach, wenn ich die Quicktimes verkacke. Irgendwie, weil X bei mir nicht an der Seite links ist, sondern unten. Aber man muss dazu sagen, irgendwie, das Spiel sieht halt auf dem PC wesentlich geiler aus, irgendwie, als natürlich auf der PlayStation 3. Und, naja, leider funktioniert am PC immer so bedingt irgendwie der PlayStation Pad. Ne? Von daher müssen wir halt alle in den sauren Apfel beißen. So, okay. Nehmen wir noch ein Fass. Alter, das ist nur Munition für dich hier, oder was? Hier, wo ich? Oh. Nee. Die werden nicht tauschen. I need ammo. Take this. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir das alles. Die ist Hammer. Okay. Ach, und überall sitzt hier das Alpha-Team rum. Scheiße. Alle platt gemacht. Na, in der Brennkammer. Take it. Okay. So. So, Pistolenmunition kannst du jetzt auch nicht mehr nehmen, ne? Warum kann man dir denn nicht sagen, lass es fallen? Das ist doch Käse. Das ist so Käse. Give me an herb. Use this. Give me an herb. Stay with me. Ja, ist halt blöd, aber ich will halt die Pistolenmunition haben. So, sie hat Granaten jetzt? Okay, gut. So, ja, das sieht schon sehr tricky hier aus, alles. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir werden es gleich sehen. Sie brauchen übrigens immer eine Tür auf. So, Auftritt Uroboros. Erinnert so ein bisschen so an die Mold aus Resident Evil 7, finde ich. Naja, wahrscheinlich alle Mikroben hier entstanden irgendwie. I think that's what got Alpha team. So, dann mal schnell zur Brandkammer. Ja, das ist so ein bisschen blöd, Sheva, wenn du jetzt da stehst. Den anderen Weg, das ist. Oh, lalalala, nicht noch! Was? Oh! Stoß auf, Mann! Oh, das ist aber. Das ist nicht fair. So. Mach zu, der Brettmann. Oh, ist doch scheiße. So, komm mit, komm mit, komm mit. So, jetzt macht das Brett zu, Alter. Nein. Ja, los, krieg darin. Perfekt. So, burn, Motherfucker, burn, Alter. Die ist in der Hölle. Ach, schon echt widerlich jetzt. BOW, wie so schön im Resident Evil Universe heißt. Lass mich mal was fallen. Sauerei. So, jetzt aber Schlüssel benutzen. Wie ist der denn jetzt da hingekommen, bitte? Hm? So, kurz mal. Nachladen ist alles. Okay, gut. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Munition hier. Ja, da müssen wir zuschlagen. Perfekt. So. Nach oben bitte. Let's go. Got it. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. It's immer geil, wenn die so quatschen. Chris to HQ, do you copy? Do copy. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Und Ende Kapitel 1, 2. So, weiter. Und wir können natürlich erstmal auch ein paar Sachen verkaufen, ne, die wir gefunden haben. Und zwar Schätze. So. Wir wollen alle Schätze, die wir haben, erstmal verkaufen. Inventar. So, wir verkaufen außerdem die Shotgun. 200? Echt? Ach komm, ey. Also, das. Oh, was? Das ist nicht fair. Na gut, okay. Was können wir denn kaufen? Was können wir denn tun? Achso, ich würde wahrscheinlich an der Stelle jetzt erstmal meine Waffe etwas nochmal verbessern. Und zwar für 13.000 die kritischen Treffer zumachen. Für 3.000 könnten wir hier... Ne, 4.000 kostet das. Tatsächlich können wir überlegen, dass wir... Shevas Waffe noch etwas verbessern, wenn sie die überhaupt benutzen würde. Kapazität. Kapazität 2000, Feuerkraft 2000. Tja, tatsächlich ist natürlich Feuerkraft immer eine bessere Variante. Durchschlagskraft ist natürlich auch geil. Durchschlagskraft können wir mal bei ihr machen. So, nice, 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 nice. So. Das verkaufen wir für 400. Oh, das sind ja nicht Preise hier, Freunde. Wie kann dagegen? So. Gut. Okay. Okay. Ready one.